Heyo, Minecraft-Freunde, willkommen zu einer neuen Mod-Preview. Heute stelle ich euch den Basic-Guns-Mod vor und der Ganze fügt euch, wie der Name schon sagt, Waffen hinzu. Als allererstes, ihr habt hier dieses Erz, das könnt ihr ganz normal mit einer Steinhacke abbauen, das ist Stahlerz. Das könnt ihr ganz normal auch wieder im Ofen schmelzen, bekommt ihr daraus Steel Ingots. Dieser Mod, oder die Mod, fügt auch einem eine Rüstung hinzu. Die kraft ihr euch als allererstes mit 5 Wolle und 4 Stahl. Dann bekommt ihr so ein Kevlar. Die Wolle ist egal, können alle möglichen Farben sein. Wenn ihr denn die Kevlar so anlegt wie bei einer normalen Rüstung, dann bekommt ihr halt die ganzen Rüstungsteile raus. Hier ist nochmal Helm und Brustpanzer. Ich ziehe mal an. Ist irgendwie noch verbuggt. Aber die Rüstung ist auch ziemlich gut. Dann gibt es noch die normale Munition. Legt ihr ein Schwarzpulver und darüber ein Steel Ingot, dann bekommt ihr einmal die Pistolenmunition, also die Pistol Round. Dann, wenn ihr zwei Eisenbarren links und rechts legt, in der Mitte ein Schwarzpulver und darüber ein Steel Ingot, dann bekommt ihr die SMG Rounds. Packt ihr ganz oben ein Kies und darunter zwei Schwarzpulver, bekommt ihr Shotgun Shells. Packt ihr hier zwei Steels hin, darüber zwei Eisen, hier zwei Schwarzpulver und dann ganz oben Steel Ingot. Dann bekommt ihr die LMG Rounds. Nehmt ihr zwei Schwarzpulver und legt da drum ein, darüber ein Steel, bekommt ihr Assault Rounds. Nehmt ihr 5 Steel Ingots und legt die in dieser Reihenfolge an, packt in die Mitte dann zwei Schwarzpulver rein, dann bekommt ihr die Sniper Rounds. Natürlich fügt dieser Mod natürlich auch wieder Zielvisiere hinzu. Da gibt es einmal das Iron Sight, das ist das ganz normale Zielvisier. Hierzu legt ihr drei Eisenbarren an, links und rechts davon ein Steel Ingot und in der Mitte ein Redstone. Dann gibt es das Red Dot. Ich glaube, hier liegt eine Glasscheibe, links daneben ein Redstone, darunter ein Steel Ingot und links und rechts vom Steel Ingot Eisenbarren. Dann gibt es das ACOG-Zielvisier, wie man es ausspricht. In der Mitte kommt eine Glasscheibe, oben drüber und unten drunter kommt Steel Ingots und links und rechts von den Steel Ingots legt ihr jeweils Eisenbarren an. Dann gibt es hier nochmal zwei spezielle Scharfschützen. Visiere, dazu legt ihr hier 4 Eisen an, darunter in der Mitte in 2 Glasscheiben und dann links und rechts und dann hier 2 Eisen. Dann bekommt ihr das Riffle Scope. Legt das Riffle Scope in die Mitte, links und rechts vom Riffle Scope 2 Glasscheiben. Rechts oben ein Knopf, in der Mitte oben Redstone und hier ein Steel Ingot bekommt ihr das Ballistic Scope. Nun zeige ich euch nochmal die Bauteile, wie ihr denn eine, aus welchen Teilen eine Waffe überhaupt besteht. Alles fängt an mit dem Steel Root. Dazu legt ihr einfach zwei Steel Ingots übereinander. Legt ihr jetzt 6 Steel Ingots an, dann so an. Dann bekommt ihr zwei Barrel Segments. Legt ihr die zwei Barrel Segments so an, bekommt ihr ein Short Barrel, also einen kleinen, einen kurzen Lauf. Macht ihr das Ganze mit drei Barrel Segments, bekommt ihr einen Long Barrel, also einen langen Lauf. Legt ihr in dieser Reihenfolge 4 Steel Ingots an, bekommt ihr ein Pistol Grip, also der Griff. Legt ihr so wieder die Steel Ingots an und in der Mitte ein Steel Rod, bekommt ihr einen Stock, also sozusagen die Schulterstütze. Legt ihr diese 4 Steel Ingots an, bekommt ihr eine Bolt Action, das ist später für die Sniper, dass die Kugeln rausgezogen werden. Legt ihr jetzt so die 6 Eisenbarren an, dann packt ihr dann Redstone hin, in der Mitte ein Steel Ingot, dann bekommt ihr Semi-Automatic Action. Also Semi bedeutet Einzelschuss. Ersetzt ihr allerdings das Redstone durch einen Repeater, bekommt ihr eine Automatic Action, also schießt immer schnell hintereinander, also ist nicht Einzelschuss. Legt ihr zwei Steel Ingots oben hin und dann drei Eichenholz runter, bekommt die Pump Action. Die braucht ihr später für die Shotgun. Legt ihr so viel Steel Ingots an und dann in der Mitte links und rechts, in der Mitte zwei Eisenbarren, bekommt ihr das RPG Barrel. Legt ihr so viel Eisen an, dann hier zwei Steel Ingots und in der Mitte ein Redstone, so bekommt ihr den RPG Trigger. Legt ihr so drei Steel an, hier ein Steel hin, hier ein Eisenbarren, dann bekommt ihr den RPG Stock. Legt ihr drei Steel an, links und rechts ein Eisenbarren, bekommt ihr den Four Grip. Nehmt ihr ein Long Barrel, packt ihn in die Mitte, oben drunter und oben drüber ein Steel Ingot, bekommt ihr den Heavy Barrel. Legt ihr jetzt so zwei Steel Ingots an, damit ihr eine gelbe Wolle, dann bekommt ihr einen Silencer, das ist ein Schalldämpfer. Dann kommen wir jetzt mal dazu, erstmal, wie man noch zwei spezielle Munitionsarten craftet. Hier hätten wir einmal die Granate, legt ihr drei Steel Ingots an, in der Mitte ein Schwarzpulver, oben drüber ein Redstone, dann bekommt ihr zwei Granaten.
Pack dir hier eine Granate hin, legt rund, legt hier rundherum 4 Steel Ingots und dann hier 2 Schwarzpulver hin. So bekommt ihr denn die Raketen. Die braucht ihr später für das RPG. Als allererstes zeige ich euch jetzt mal, wie man die Pistole craftet. Ihr legt hier unten ein Pistol Grip hin, darüber ein Semi-Automatic Action. Und dann überall, und dann hier drüber ein Iron Sights. Und dann packt ihr links vom von der Semi-Automatic Action ein Short Barrel hin. So bekommt ihr dann eure Pistole. Nehmt ihr ein Pistol Grip, eine Pump Action und ein Short Barrel. Packt über der Pump Action ein Iron Sights hin, bekommt ihr eine Shotgun. Legt ihr ein Pistol Grip so an, packt jetzt drüber eine Automatic Action, dann ein Iron Sights und dann ein Short Barrel. Kommt ihr ein SMG. Das auch hier. So, legt ihr ein Pistol Grip an, packt darüber eine Bolt Action und darüber ein Iron Sights. Packt rechts von der Bolt Action Stock und links von der Bolt Action Long Barrel an. Bekommt ihr eine Sniper Rifle. Legt ihr hier einen RPG Stock an, einen RPG Trigger und einen RPG Barrel, bekommt ihr das RPG. So, nehmt ihr euch einen Stock wieder, eine Semi-Automatic Action Long Barrel und packt oben drum ein Iron Sights, bekommt ihr eine Assault Rifle. Natürlich kann man, wofür die verschiedenen Visiere sind und so, die könnt ihr euch jetzt zum Beispiel hier das Rifle Scope und ein Schalldämpfer, dann bekommt ihr jetzt zum Beispiel eine Sniper Rifle with Silencer and Scope. Das Ganze geht auch mit einer Shotgun oder mit einer normalen Pistole, aber die zwei, das hier und das andere Visier, das Ballistic Scope, die sind jeweils nur für die Scharfschützen, also für die Sniper-Gewehre. Ich zeige euch jetzt nochmal eben kurz, mit wie viel Schützen man denn die Tiere erledigt. Hol ich mir jetzt einfach mal schnell Pilzkuh her. Und man hört auch schon einen deutlichen Unterschied, wenn man mit oder ohne Schalldämpfer schießt. Das werde ich aber gleich auch noch merken. Also wie gesagt, man kann auch zoomen mit Rechtsklick. Links schießt man. Ist sonst euch ein bisschen laut. Wie gesagt, eine Shotgun schießt er. Also verschießt er Schrot. Damit legt man Kühe im besten Fall One-Hit, wenn nicht sonst Two-Hit. Das SMG schießt wie gesagt automatisch. Oh, schon keine Munition mehr. Mit einem normalen Scharfschützengewehr ohne Zielfernrohr kann man auch nicht wirklich gut zoomen. So, das RPG ist eigentlich eins meiner Lieblingswaffen. Macht schön Knallboom. Dann hätten wir noch die Assault Rifle. Ist auch wieder vollautomatisch. So, hiermit könnt ihr jetzt auch zoomen, aber ihr seht, dass das immer so wackelt wie auch in echt. Drückt ihr Links Shift. Dann hält euer Steve oder euer Charakter sozusagen den Atem an. So, ja, nochmal die Shotgun hier mit Schalldämpfer. Die hat man gar nicht. Und jetzt mal ohne Schalldämpfer. Gibt's auch schon einen Unterschied. Dann gibt es noch einmal die Granate. Nimmt eigentlich auch immer schön Schaden. Verbomben wir mal das schöne Haus. So. Ich bin echt schlecht in sowas. Ja, der Mod ist natürlich auch serverfähig. Also könnt ihr auch mit euren Freunden spielen oder was auch immer. Ich finde diesen Mod eigentlich ziemlich gut und auch, weil man damit auch so gut kombinieren kann. Ja, also ich würde sagen, das war's von diesem Mod. Wir sehen uns beim nächsten Mod-Preview oder bei TechHit. Bis dahin, tschüssikowski. So Leute, nochmal kurz willkommen zurück auf meinem Desktop. Wenn ihr den Mod installieren wollt, dann geht ihr einfach auf diese zwei Links. Das wäre einmal Minecraft Forge und dann der Basic Guns Mod. Dann scrollt ihr hier einmal nach unten, bis hier steht Download Now. Hier könnt ihr mal eure Version auswählen. Wir sind natürlich auf der neuesten Version, das ist in diesem Fall die 1.4.7. Dann wählt ihr euch hier euren Server aus. Ich nehme jetzt einfach mal Server 1. So, dann kommt hier ein automatischer Download-Link.
Dann scrollt ihr hier auch wieder nach unten. Hier sind nochmal ein paar schöne Bildchen von den Waffen. So. Dann Client oder Server. Wir wollen in dem Fall den Client. Klickt hier auf Download. Downloadet ihr euch auch diesen. Zieht ihr euch die zwei Dateien einfach auf den Desktop. Weil wie ihr das macht. So, dann könnt ihr euren Internetbrowser schließen. Drückt jetzt mit der Tastenkombination Windows und R. Gebt da 1% app data %. Geht in den Punkt Minecraft-Ordner, in die Bin und öffnet dann die Minecraft-Jar mit WinRAR. So, in diesem Fall müsst ihr euch noch den Meta-Inf-Ordner löschen, denn dieser verhindert halt, dass Mods geladen werden können. Dann öffnet ihr Minecraft-Forge, markiert alle Dateien mit STRG A, zieht sie hier rein, bestätigt das. Dann macht ihr das gleich noch mit dem Basic-Guns-Mod. Wenn ihr den Mod jetzt in den Mods-Ordner später schieben würdet, dann würde das nicht funktionieren, der Mod. So. Könnt ihr euch die zwei Dateien löschen und ihr könnt es jetzt sehen, wenn wir jetzt in Minecraft reingehen, dann wird dieser Mod auch gleich funktionieren. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss.